Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part auf diesem Kanal. Heute wieder Dragon Ball Z Shin Budokai 2. Und ich habe hier festgemacht. Lol, egal. Lass es jetzt an. Letztes Mal haben wir ja hier das mit Janemba gemacht und heute machen wir den letzten Kampf, beziehungsweise das letzte Feldspiel. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das ein Kampf oder ein Feldspiel war. Auf jeden Fall, ja. Alles andere haben wir schon durch. Die haben wir alles schon durchgemacht und bei Kapitel 7 ist ja nur eine Linie. Das heißt, ist das letzte Level, was wir noch nicht gemacht haben. Das heißt, nach der heutigen Folge wird jetzt nichts mehr kommen. Also vorerst zumindest. Es kann sein, dass ich dann noch einmal euch das Überleben zeige, indem ich streame. Aber ja, es ist jetzt egal. So, Kampf oder Feldspiel? Feldspiel, super, okay. Dann wechsle ich Cell mal gegen Piccolo, fusioniert mit Gott aus. Den habe ich nämlich jetzt gerade eben ausgerüstet. Und dann wechseln wir mal Bardock gegen Super Saiyan Vegetto. Unseren Gohan. Machen wir so einen Gohan. Nein, eigentlich können wir so einen Gohan lassen. So ein Gohan ist eigentlich ganz gut. Feldspiel beginnen. So. Ja, Blue ist unglaublich stark, besiege Super Blue, kein Problem, da hinten ist er auch schon. Gehen wir direkt hin. Mission, kein Kampf darf verloren werden, das ist mir Wumpe. Ah, fuck. Out of my way. I'm going all out. Ah ja, so. Oh. Komm, nein, das lässt du schön bleiben, sagt er. Aua. Komm, mit Piccolo schauen wir nicht so gut klar, trotz dass ich so eine Reichweite habe. Aua, ich lasse mich einfach von allem treffen. Hier. Light Grenade. Oh, was ist ein anderer Angriff? Oh, lol. Einfach nur eine Schutz. Da. Ah, nice! Das gefällt mir. Ja, Hell Grenade. Schade, nicht getroffen. Nein, das lässt sich schön bleiben. Komm, Griff. Nice. Ja, Hellzone Grenade. Bam! Ich liebe diesen Angriff. Hier, Hell Grenade. Schade, nicht getroffen. Versuchen wir noch eine Hellzone Grenade. Nice! Und tschüss. Oh lol, da kann man noch was danach machen. Interessant! Das wusste ich nicht. Okay. Das ist cool, das müssen wir gleich bei Super Blue ausprobieren, wenn wir die Ulti bei ihm treffen. Weil gerade eben, als ich Kreis gedrückt habe, am Ende, kam das Geräusch dafür, dass noch was passiert, dass er noch was einsetzen würde. Aber da war der Kampf schon vorbei, deswegen. Ja. Gegen Super Blue wird jetzt vielleicht ein bisschen lästig. Aua. Hey, also ein Grenade. Oh ne, das ist nur Hell Grenade. Light Grenade, nicht Hell Grenade. Egal. Ja, voll aufladen und dann. Ja, schade. Ah. Light Grenade. Mann! Interessant. Nein, aua. Das lässt so schön bleiben. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ey, hör auf mit deinen scheiß Kriebeln. Das nervt. Da. Mann, lass dich doch einfach von der Ulti treffen. Will sie ausprobieren. Ja. Da, ich fange kurz wieder auf. So ist nicht besser. Lass das. Oh, komm. Ich weiß halt nicht, wann ich es timen muss. Ja!
Das ist geil. Das ist irgendwie geil. Komm, jetzt. Bitte. Ja, nice. Meiner Trio. Oh, das finde ich geil. Lass mich das trinken. Oh, das ist gut, wenn sowas funktioniert. Ah, Mann, ey. Noch ein bisschen für dein Kiebeln, verdammt nochmal. Schade, das hat nicht funktioniert. Ja, nochmal. Na. Was war das denn jetzt, Piccolo? Das war nicht das, was ich gezückt habe, aber okay. Au. Komm. Nice und tschüss. Hellzone Grenades. Bam. Oh, ich liebe das. Und wir haben bisher keinen Kampf verloren, also bisher sieht es auch mit der Mission gut aus. Aber wir müssen Superboot natürlich mehrmals besiegen. Wäre ja viel zu schnell zu haben wie sonst. Komm her, Superboot. Bam. Wir müssen ihn noch dreimal besiegen, sonst. Ja, schauen wir dort. Da, Light Grenade, den sogar getroffen hat. Noch eine Light Grenade. Oh, Mano, lass dich doch einfach treffen. Hier noch eine. Nein, fuck. Ich wollte eigentlich das machen. Aber wenn er es voll aufgeladen hat, ist es blockgebrechen. Das ist nervig. Oh, cool, hat sich treffen lassen. Also, Grenade. Nice. Und noch einen hinterher. Bam. Light Grenade. Schade, nicht getroffen. Au. Lass das, wenn er das macht. Lass das. Nice. Das hat funktioniert. Noch einmal heilen. Woher, wieso nicht? Da. Au. Das darf nur ich. Nein. Och, komm schon, Light Grenade. Dann halt so. Och, Mann. Das geht besser. Komm. Und weg mit dir, Superboo. Jetzt noch einmal oder zweimal besiegen. Dann. Hey, ignoriere mich nicht einfach. Och, Mann. I won't hold back. I'll do my best. Toll. Komm, das ist Super Saiyan 2, Gohan. Auch noch. Hier, Light Grenade. Lässt sich auch noch treffen. Dodge! Oh, schade. Ja, natürlich. Haha. Komm. Nice. Das ist auch interessant. Der Angriff ignoriert, wenn der Gegner einen Keyball schmeißt. Nicht so wie es bei Bardock zum Beispiel war, als er zum Gegner hinsprintet. Hier. Och Mann. Ich hab die Tastenkombination für Light Grenade gemacht. Was soll denn der Scheiß? Hier. Bam! Geheilt hab. Ja, geheilt habe ich natürlich. Dann beenden wir es nochmal mit einer Light Zone Grenade. Schade, da hat nicht. Und zwar. Ich sag immer Light oder Hell. Das ist Hell Zone, nicht Light Zone. Ah! Darf es. Die eine ist die Light Grenade und die andere ist die Hellzone Grenade. Ey, come on to your face. Oh Mann, ey. Was soll's. Wir haben es ja gleich geschafft. Ja, das hättest du. Ernsthaft jetzt? Ich konnte mich nicht mal zum Boot hindrehen, richtig. Ah, weg mit dir.
Like a Nate. Aua. Schwerter tun weh. Ja, genau, mach das. Hellzone Grenade. Und jetzt noch was hinterher. Und tschüss. So einfach kann's gehen. Jetzt habe ich nur vergessen, mich zu heilen. Oh, was soll's. Was soll's, was soll's, was soll's. So, kann ich jetzt bitte Super Buu noch ein paar Mal platt machen. You're worthless. Ah ja. Du bist wertlos, einfach mit du hast Pech übersetzt und noch mehr. Das nicht mal gesagt wurde, aber okay. Ey, ich hasse das. LOL, was ihn das nachtragend noch getroffen hat. Aua, das wird so schön bleiben. Oh Lord. Lass das. Vegeta böse. Ist das alles, was du kannst? Da, Ulti. Oh Lord, er hat sich auch noch treffen lassen. Hellzone Grenade! Und Light Grenade. Das hat ihn auch noch getroffen hier. Komm, nur eine Kugel und du bist tot. Geht doch. So, darf ich jetzt endlich gegen Buu kämpfen? Das wäre sehr nett. Gott, ey. Und ich habe mich schon wieder nicht geheilt. Merke ich gerade. Egal. Wir kriegen Buu auch so hin. Komm, jetzt lass mich. Ja, ist mir egal, dass Verbündete da sind. Das lässt so schön bleiben. Light Grenade. Aua. Komm, ein bisschen heilen. Ja, noch ein Light Grenade. Oh, Mann, ey, lass dich doch einfach treffen, du. Ja, natürlich! Ich flieg an ihm vorbei! Und dann ignoriert der Spieler noch, dass ich blocke. Ja, weiter mal. Was das? Was mach ich? Ja. Und noch ein Light-Grenade hinterher. Ja, schade, nicht getroffen. Komm her, du. Nice! Hellzone Grenade! Keine Ahnung, ich mag so ein Fusi-Attacke zu sagen. Ah! Hier! Mann! Ja, bis das. Jetzt! Nerv nicht! Nochmal, hier. Dann halt das. Dann. Nervensäge, hier. Mann, ey. Gott. Dann müssen wir nochmal gegen ihn kämpfen. Ah, oh Gott. Überhaupt nicht lästig. Ach ja, tue ich das. Der Einzige, der hier die ganze Zeit zahlt, bist du. Wo fliegst du schon wieder hin? Bleib hier. Noch habe ich keinen Kampf verloren und das habe ich auch in Zukunft erstmal nicht vor. Nein! Fuck. Was du kannst, kann ich auch fliegen. Aua. Lass mich doch aufladen, bitte. Los, setz doch keine kleine Kriegbälle ein. Dann halt so. Ach komm schon. Hier. Yes. Oh, hör auf mit deinen scheiß Keybank zu nerven. Kann ich auch, Mann.
Ja, das war's. Dann hat's hier. Schade, man hätte früher. Nein, das lässt sich schon bleiben. Och, Mann! Chris! Ach komm! Wie langsam ist Piccolo, verdammt nochmal! Gott! Das liegt einfach nur daran, wie ich kämpfen kann. Gott! Au! Da! Chris! Ich hab gehört, so lecker knickt. Nein, jetzt nochmal. Dann halt nicht. Lass das sein, wie. Ja, Chris. Komm. Ja, super, danke. Tötet ihn zwar nicht, aber trotzdem. Ah doch, gut, nice. Und weg. Geht doch, ey. Och, Mann, ey. Und? Müssen wir ihn noch einmal besiegen oder war es das schon? Das war's schon. Das heißt, Mission erfolgreich. Und Fate gemeistert. Weiß, wir kriegen noch auf vier Seiten 7er. Den hätten wir vielleicht ein bisschen früher gebraucht, aber gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Fate gemeistert. Still. Ja, okay. Das heißt, wir haben das jetzt geschafft. Ich guck natürlich, ob wir noch irgendwo Level haben. Guck noch mal von ganz vorne. Ja, hier haben wir noch eins. Das ist, glaube ich, wenn wir die Mission mit dem Dings verlieren. Also, ja. Nicht das Feldspiel, sondern die Mission selbst. Aber, hallo, komm, gehen wir noch rein. Wird das heute eine etwas längere Folge. Es besteht eigentlich überwiegend erstmal nur aus Warten. Wechseln wir dafür mal auf Bardock und los geht's. Ja. Besiege Dabro in der vorgegebenen Zeit. Mission. Halte alle Städte über 70%. Das heißt, ich muss ihn irgendwie innerhalb der Minute besiegen, aber die Stadt muss unter 70% landen oder irgendwie sowas. Oder habe ich ihn das letzte Mal innerhalb des Zeitfensters besiegt? Ich weiß es nicht. Egal. Ich lasse ihn erstmal die Stadt zerstören und dann greife ich ihn an. Alter, beeil dich mal ein bisschen. Ich habe nicht so viel Zeit. Komm, zerstör schneller bitte. Mission gescheitert. Zack, hier rein. Müssen wir ihn ganz schnell noch besiegen. Komm. Komm. Nice! Und noch innerhalb der Zeit. Boom. Das heißt, das Feldspiel haben wir gewonnen, aber die Mission verloren. Mal sehen, ob es das andere Level dann freischaltet. Boom. Ich glaube Gott, das Feld. Verlassen, Feld gemeistert. Und? Nein, okay. Was dann? Müssen wir dann gegen Dabro verlieren? Oder es einfach nicht in der richtigen Zeit schaffen? Warte mal. Lassen wir mal kurz auf Bardock.
Was muss man denn hier verkacken, damit man die andere Mission hinkriegt? Also damit man die andere freischaltet. Ja. Lass ich jetzt erstmal die Zeit ablaufen. Müssen wir nämlich das Feldspiel auch. Ach, komm schon. Alles, was du kannst. Komm schon. Dann haben wir jetzt 20 Minuten von der Folge geknackt. Jetzt weg mit dir. Und gerade mal 30 Sekunden oder sowas drin und du bist schon fast tot. Ja, selbst so am Anfang treffe ich mit der Attacke halt einfach gar nichts. Ja. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, jetzt können wir auch klappen. So. Okay. Und? Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt verkackt? Und das andere freigeschaltet? Bitte sagt mir, dass wir das andere freigeschaltet haben. So, ich habe gerade das Feld verlassen. Zeit abgelaufen. Mission erfolgreich. Okay, Mission erfolgreich war klar. Weil gerade das hier über 70%. Die Frage ist, geht das Feldspiel als geschaltet? Erfolgsbedingungen gescheitert. Okay. Haben wir jetzt das andere freigeschaltet? Ja, haben wir. Cool. Trunks kämpft verzweifelt gegen Dabrua, doch Dabrua und Babidi flohen. In Wirklichkeit entzog Babidi ihnen während des Kampfes ihre Energie. Trunks stürzte sich in den Kampf. Dabrua versuchte ihn zu schlagen. Trunks! Habe ich es geschafft? Ja! Kibito! Geht es dir gut, Trunks? Kibito! Dass sie so etwas tun könnten, Kibito schützte Trunks mit seinem Körper vor dem furchtbaren Schlag. Aber dem Schlag, den Kibito abwehrte, folgte ein weiterer. Ohne Hoffnung auf Heilung versuchten sie, ihn mit Medizin zu retten. Ohne Gegner konnte Babidi und Dabrua mehr Energie sammeln. Er ist zurück. Majin Buu ist wiedergeboren. Das war schwer. Hey, Majin Buu, zerstöre diese Stadt für mich. Verstanden? Zerstören. Majin Buu wurde wieder weg, aber tötete Dabrua. Obwohl Buu erst auf Babidi hörte, tötete er auf ihn. Ohne Befehle zu bekommen, zerstörte Buu einfach aus Spaß Dinge. Oh Mann, seht euch an, was passiert ist, während ich weg war. Während er sich erholte, wurde die Welt zerstört. Obwohl er verletzt war, hätte nur er alleine sich Majin Buu stellen können. Ah, okay. Das heißt, wir müssen jetzt als Buu gegen Trunks kämpfen für diese Mission. Und weg. Oh, schade, hat Krypto nicht. Das lässt du schön bleiben. Weg mit dir. Aua. Bam. Ach komm. Ich wollte doch nur die Ulti benutzen, um ihn zu töten. Au. Komm her, Trump. Wir machen dich jetzt. Wir besiegen dich jetzt. Oh, schade, das lässt sich nicht treffen. Jetzt stirb doch endlich, danke. Oh schade, ich konnte mich nicht mehr heilen. Ja, nun es. So, und dann haben wir das jetzt auch geschafft. Drei neue Objekte sind im Shop verfügbar. Ende. Durch Trunks Tod war das Schicksal der Welt besiegelt. Buu zerstörte die Welt und das Universum und wandte sich dann dem Chaos zu. Diejenigen, die Buu hätten aufhalten können, waren lang verschwunden. Schon bald würde die Welt ausgelöscht sein. Ah, okay. Na, dann haben wir das jetzt auch noch. Ich guck mal, ob es irgendwie noch so solche Kämpfe gibt. Ja, hier gibt's das noch. Hier gibt's sogar zwei Enden, sehe ich gerade. Aber, obwohl,
Nee, das lassen wir für heute. Das werden wir dann einfach im Stream machen, da wo ich euch dann auch Überleben zeigen werde. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, oder eher gesagt, das war's fürs Projekt sogar, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ihr kennt das. Ich und Silkram auch im Discord-Channel, Link in der Videobeschreibung. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.